Herzlich willkommen zu einem Video, mit dem ich nicht gerechnet habe, dass es heute kommen wird. Und zwar ist heute vor 2 Stunden der neue Trailer zum neuen Spiel von Fewer veröffentlicht worden. Oh mein Gott, das hat es einfach in sich. Ich meine, die Kommentare schauen jetzt nicht so positiv aus, eher wegen Tramsim und City Driver, weil beides am Ende nur noch mehr Chaos-Spiele waren. Und gerade jetzt auch vor ein paar Tagen der Release von City Driver auf der PS5 war ja auch nicht positiv. Und jetzt ist man halt sehr negativ schon von Anfang an eingestellt, diesem neuen Spiel. Aber wenn es wirklich so wird, wie es hier jetzt in diesem tollen, wirklich geilen Ankündigungstrailer angekündigt wurde, dann können wir uns da wirklich auf eine wirklich tolle Simulation im nächsten Jahr freuen. Im Trailer sieht man schon viele Straßenbahnen, eine neue schon und sonst die alten Bekannten aus Tramsim, Wien und München. Man sieht es hier auch gleich auf der Website, da eine Straßenbahn, da habe ich ehrlich gesagt das Modell nicht gefunden, ich glaube es ist München, die neuere, aber die sieht nicht so ähnlich aus, ich weiß es nicht genau. Man sieht halt schon, es ist nicht mehr lizenziert. Also, und man liest es auch aus der Beschreibung aus, es ist nicht so wie Tramsim auf Plätze auf der ganzen Welt, es ist auf Tramau, so wie es hier auch steht, oben auf der Straßenbahn, willkommen in Tramau. Also das ist eine neue fiktive Stadt. Das können wir uns gleich nochmal anschauen auf der Steam-Page. Man sieht es hier auch schon, es ist eine sehr zukunftsorientierte Stadt mit viel Grün, vielen besonderen Öffi-Punkten. Man hat im Trailer zum Beispiel auch Tramau Hauptbahnhof gelesen, was heißt, es gibt einen wahrscheinlich ziemlich großen Hauptbahnhof, Straßenbahn, Züge und so. Und hier sieht man auch KIs, neue Autos und eben, dass ich noch zum Punkt komme, man hat halt jetzt nicht mehr die originalen Repaints zum Beispiel von Wien, man hat nur noch mehr den Innenraum und hat aber dann wahrscheinlich auch seine eigenen Fahrgastmonitore, die dann wahrscheinlich auch hoffentlich endlich animiert sind. Und außerhalb schauen, sind sie halt im View-App-Stil, das ist sicher dann auch noch Repaint-fähig, da bin ich mir ziemlich sicher, weil München hatte das auch schon von Anfang an weg. Da wird sicher irgendwas geben, weil ich glaube nicht, dass man jetzt gezwungen ist, mit einem grünen Ulf herumzufahren. Wenn nicht sogar View-App schon von Anfang an einen Wien-Repaint zur Verfügung stellt. Das ist echt cool, was da auf uns zukommt, 2024. Lustigerweise gefördert von Deutschland, obwohl FewUp den Standard in Österreich hat. Ganz in der Nähe von mir, jetzt von Deutschland gesponsert. Aber okay, das Dovetail, der neue Publisher vom Game, nicht mehr Aerosoft. Dovetail hat, so wie die Tramsim-Konsolenversion, halt übernommen schon damals. Und publishen jetzt auch das neue Spiel, was sie schon seit einem halben Jahr angekündigt haben, so immer in den Dev-Interviews von City Driver schon dann am Ende, wie man gemerkt hat, das Spiel setzt sich nicht durch. Und genau, das sind jetzt die ersten Dinge. Ich würde sagen, wir können gleich dann auf Steam gehen. Falls ihr mehr Informationen haben wollt, könnt ihr euch hier auch zu einem Newsletter anmelden. Genau, schauen wir mal kurz auf Steam rein. Es ist unfassbar, was hier gezeigt wird. Also hier sieht man den Trailer. Ich glaube, es sind die Münchner Straßenbahn. Ich bin mir nicht sicher. Aber es sieht so geil aus. Man sieht tatsächlich gar nicht die alten, muss ich dazu sagen. Also man sieht nur neue Straßenbahnen, nur Niederflur besetzt. Vielleicht waren die einfach noch nicht fertig gepolished. Weil, holy shit, schaut euch die Screenshots an, die ich euch jetzt einblende. Also das sind Straßenbahnen, die gerade... Oh mein Gott. Im Trailer sieht man auch... Ich habe mich da gerade ein bisschen verklickt. Im Trailer sieht man dann noch... das Wiener Rathaus irgendwie, aber viel schöner. In Tramsim ist das so abgekantet. Man merkt so richtig, das ist ein Container mit einfach einer sozusagen lebendig wirkenden Textur, so wie Omse ist. Also das sind Cubes und haben halt einfach eine 3D-Textur. Aber hier, das sieht so toll aus. Unfassbar. Es ist zwar noch Work in Progress, aber es sieht schon mal richtig geil aus. Beim Ulf sehen wir auch schon Danielsplatz, also wir sehen ein paar neue Stationen, die Deutsche Post-Logo-Ding, also man, über die Stadt, das können wir uns gleich nochmal durchlesen in der Beschreibung, es ist eine deutsche,
warum auch immer, ein österreichischer Spieleentwickler deutsche Spiele macht. Es ist sehr deutsch angelehnt, warum auch immer. Ich verstehe es wirklich nicht, aber anscheinend, weil die jetzt neuem so viele Videospiele sponsern, genauso auch wie den Bausimulator. Und dafür ist halt der Fokus in Deutschland. Okay, ist jetzt auch nicht so schlimm, gerade weil es fiktiv ist. Es ist alles irgendwie so Deutschland, Österreich, also sowas, Zentraleuropa. Halt, bisschen alt, bisschen neu. Aber schaut euch diese Lichter vom Ulf innen an. Das sieht schön aus als in echt. Dann, da hat der Innenraum der neuen Straßenbahn, es tut mir leid, ich kann die wirklich nicht herausfinden, Google weiß da nichts. Ich glaube, es ist die Münchner Straßenbahn, aber vielleicht wisst ihr da mehr. Das sieht so lebendig aus. Da im Hintergrund, die Häuser, das sieht so cool aus wie ein City Driver. Da merkt man halt wirklich den Technologiefortschritt, weil das jetzt wirklich auf den neuesten Versionen ist. Tramsim hatte ja da viel Ding jetzt schon nach den Jahren. Finde ich echt cool, dass man da jetzt nach 3 Jahren wieder so einen großen Schritt gegangen ist. Wahnsinn. Die Lichter, es sieht so cool aus. Aber wir können uns jetzt mal kurz die Beschreibung durchlesen. Demnächst verfügbar. Also das Ganze kommt 2024 raus. Es gibt derzeit kein genaues Datum. Also das sozusagen das Wichtigste vom Spiel ist, werde Straßenbahnfahrer, kehre in den Führerstand zurück und erlebe das ultimative Straßenbahnerlebnis. Das ist so toll. Tramsim war schon eigentlich toll. Für wirklich ein Straßenbahnspiel war das wirklich das beste Straßenbahnspiel. Und jetzt, ich meine, man verliert halt diese, was Viewup halt damals ausgemacht hat, also das Realistische. Du hast jetzt nicht mehr die Linie 1 in Wien, wo du jedes Gebäude wiedererkennst. Du hast jetzt nur noch mehr die Straßenbahn, die du wiedererkennst, und die sind halt echt geil. Und du hast eine fiktive Map, was halt den Vorteil hat, sie können viel leichter Updates machen, sie haben viel weniger Entwicklungskosten, was ihnen mehr Inhalt erlaubt. Am Ende besser ist, das finde ich auch beim Bussimulator 21 viel geiler als wie beim The Bus. Du hast nicht nur 3 Linien, du hast eine ganze Map und kannst dort mit den realistischen Sachen fahren. Da ist halt schade, dass das halt komplett verloren geht mit diesem Titel. Und man sieht auch hier Einzelspieler, da wird es auch leider nicht noch zu einem Multiplayer wahrscheinlich zu Release kommen. Man muss ja auch denken, sie haben da jetzt im Sommer danach City Driver damit ungefähr angefangen. Und in einem Jahr oder 1,5 Jahren, bis es halt wirklich spätestens wahrscheinlich released wird, haben die halt maximal eben dieses eine neue Straßenbahnmodell, die Map dazu, die neue, coole neue Features im Straßenbahnding. Es wird wirklich super realistisch. Das sagt doch dann schon der erste Absatz von der Beschreibung. Werde Straßenbahnfahrer, kehre in den Führerstand zurück und erlebe das ultimative Straßenbahnerlebnis. Fahre moderne Straßenbahnen aus verschiedenen Städten mit einem Fahrgefühl, das von der echten Straßenbahn nicht zu unterscheiden ist. Transportiere Fahrgäste, halte dich dabei an den Fahrplan und baue strategisch deine eigenen Straßenbahnrouten auf. Nimm du aus den vielen Haltestellen auswählst, um ein voll funktionierendes, effektives Straßenbahnnetz aufzubauen. Ah, perfekt, habe ich irgendwie über. Das heißt ja eigentlich, das ist wie Bussimulator 21, nur in Straßenbahnform. Und super schön und super realistisch. Mit 1:1 Straßenbahn aus den, was man halt kennt. Nicht so wie beim Tram-Simulator Urban Transport oder beim Straßenbahn-DLC von Bussimulator 21. Du hast irgendwelche random Straßenbahnen, die die Entwickler halt modelliert haben, sondern das sind wirklich 1:1 Versionen. Und du hast aber dann das Management. Okay, dann steht schon Karrieremodus. Übernehme im Karrieremodus die Betriebsleitung für das gesamte Straßenbahnnetz. Mit bescheidenen Anfängen und begrenzten Ressourcen startest du deine Karriere mit einem brandneuen, vollständig anpassbaren Straßenbahnunternehmen und wählst deine eigenen Lackierungen und Logos für die Straßenbahn. Hey, alles, was ich vorher gerade gesagt habe, wurde da eh schon gesagt. Bringe deine Fahrgäste pünktlich ans Ziel und verbinde die verdiene Erfahrungspunkte. Also wirklich sehr 1:1 gefüllt Bussimulator 21, nur in realistisch für Straßenbahn. Um aufzusteigen und weitere Betriebsressourcen freizuschalten, verbinde ein ganzes Netz von Straßenbahnstationen, erweitere schrittweise deine Straßenbahnlinien, vergrößere deinen Fuhrpark und errichte ein stadtweites verzweigtes Straßenbahnnetz. Cool. Sandbox-Modus. Keine Erwartungen, kein Druck. In diesem Modus erwartet dich eine spannende Straßenbahnphysik. Genieße bei Tag und Nacht die fotorealistische Grafik und die realitätsnahe Straßenbahnphysik. Erstelle Straßenbahnlinien ohne Einschränkungen und befördere deine Fahrgäste nach deinen Vorlieben. Fahre mit deinen Straßenbahnen durch die Gegend und halte dich an die Fahrpläne. Ein ganz klassisches Straßenbahnerlebnis. Willkommen in Tramau. Der Name ist wirklich sehr kreativ und wirklich gut gelungen.
tauche ein in unsere Vision einer verkehrsfreundlichen Stadt in Süddeutschland, in der sich Tradition und Innovation mühelos vereinen. Navigiere strategisch durch abwechslungsreiche Sehenswürdigkeiten und anspruchsvolle Straßenbahnstrecken. Freue dich auf ein geschäftiges, effizientes Straßenbahnnetz, während du die Skyline in der Stadt bewunderst, die vom Wahrzeichen wie der majestätischen Kathedrale geschmückt wird, die das reiche kulturelle Erbe von Tramau verkörpert. Toll, einfach nur toll. So, also das Minimum, ja, ich soll darauf empfohlen. Aber ich freue mich schon mal auf jeden Fall auf das Spiel. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von diesem Titel haltet. Ist es nur ein kopiertes Tramsim, jetzt neu verkauft und halt besser verkauft? Ist es besser als Tramsim? Ist es schlechter als Tramsim? Lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Und eine kleine Info an die neuen Zuschauer. Ich stehe kurz vor den 200 Abonnenten und bei 200 Abonnenten veröffentliche ich den ersten Trailer zu meinem eigenen Spiel, auf das ihr euch auch schon sehr freuen könnt, was auch sehr cool wird. Ich habe das wirklich alleine programmiert und so, und bei 200 Abonnenten release ich das, also smash den Abo-Button, um diesen Trailer eben zu bekommen. Das würde mich sehr freuen, wenn wir das schaffen noch dieses Jahr. Dann habt noch einen traumhaften Tag und bis zum nächsten Mal.